Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Kisten-Opening basteln. Wir haben nämlich letzte Woche sowohl eine M-Plus-Kiste erspielt, genau, hier war mal King's Rest 16. Ich glaube, der Run war sogar ganz okay. Und wir haben auch ein bisschen Arena gespielt gehabt, haben wieder hier eine Kiste. Und ja, wobei Arena war letzte Woche, glaube ich, ein bisschen nervig. Wir haben hochgespielt, ich glaube, ich war auf 1936. Dann haben wir wieder mit einer anderen Gruppe runtergespielt, wieder hochgespielt, wieder runtergespielt. Also ich habe mit x verschiedenen Leuten gespielt und es war mal besser, mal schlechter. Und tatsächlich die beste Gruppe, die ich hatte, das war ein Heilpaladin, war in der Gruppe. Der hatte irgendwie teilweise nur 445er Gear an und nicht mal einen Legendary-Umhang, aber der hat gut geheilt tatsächlich. Muss man hier, ne, Ehre, wem Ehre gebührt. So, wir haben rausgekriegt einen Altalder Saki, 15er und Handgelenke mit Versa Crit und mit einem Crit-Stack. Naja, ist jetzt nicht ganz so prall, muss ich ehrlich sagen. Haben auch leider kein Tertiär-Stat dabei. Ich habe jetzt gerade die Handgelenke mit dem Guardian-Spec, die ich gerade anhab. Habe ich nur an, weil ich da nur Lifesteal drauf habe. Dachte mir, komm, nimmst du ein bisschen Lifesteal mit. Kann nicht schaden. Aber die sind jetzt auch nicht sonderlich gut. So, jetzt gucken wir noch, was in der PvP-Kiste drin ist. Vielleicht habe ich ja da Glück. Bisschen Titanresidium haben wir jetzt auch wieder gekriegt. Naja, 5k. Haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. So, PvP-Kiste. Da müsste jetzt ein 465er drin sein, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ein Gürtel. Auch Versa Crit. Warum kriegt denn lauter Versa Crit? Ich bräuchte Mastery Versa oder Mastery oder Tempo Versa, aber leider kein Crit. Ja gut, für 65 ist jetzt eh zu low. Vielleicht wäre noch ein Upgrade-Item ganz nice gewesen für ein PvP-Teil, aber sonst brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Oder ein Maledict wäre mal. Ein Maledict-Trinket wäre mal echt ganz gut gewesen, fällt mir gerade ein. Das kann ich auch noch brauchen für die Arena, ne? Falls die Gegner mit Pet spielen, mit vielen, dann ist nämlich das Dressed immer nicht ganz so geil. Ja gut, das war jetzt leider keine sonderlich gute Ausbeute, muss ich gestehen. Mich hat es trotzdem gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, dass ich hier ein paar Kisten aufmache im Mythic Plus und im Arena-Bereich. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis dann. Ciao.